Bäume haben uns schon immer Schutz gegeben. Ein Blätterdach mit Ästen und Zweigen, unter denen man sich verkriechen konnte. Dann wurden die Bäume zu zusammengebundenen Ästen, um sich vor der Sonne und dem Regen zu schützen. Ein Ort, zu dem man zurückkehren konnte. Ein Ort, den wir unser Zuhause nennen. Aber irgendwann hat man angefangen, immer weniger Holz zu verwenden. Der Kontakt zu unserer ursprünglichen, natürlichen Ressource ging verloren. Man begann mehr mit anderen Materialien zu bauen. Es wurde höher und höher. Von Ziegeln und Mörtel zu Wolkenkratzern aus Metall, die in den Himmel wachsen. Aber zu welchem Preis? Es ist Zeit, zurückzublicken, um vorwärts zu kommen. Zu einer Bauweise, die gut für die Menschen ist und die Erde nicht zerstört. Mit einer erneuerbaren und nachhaltigen Ressource. Eine, das von selbst wächst und Kohlenstoff speichert. Eine Ressource, die wesentlich weiter skalieren kann, als wir glauben. Es ist Zeit, die Lösung für eine nachhaltige Zukunft zu entwickeln. Ein Ort, zu dem man zurückkehren konnte. Ein Ort, den wir unser Zuhause nennen. Ein Dach aus Ästen wird zu einer Holzhütte, einem Holzhäuschen, einem Holzhaus, isoliert und geschützt. Ein Dach aus Ästen wird zu einer Holzhütte, einem Holzhäuschen, einem Holzhaus, isoliert und geschützt.